Die Luft war erfüllt von Rauch und Blut. Rom war schwach. Die Stämme wurden stärker und zahlreicher. Ihre Wurzeln reichten tief. Sie spürten das Blut der Erde durch das Land pulsieren. Doch ihre Grenzen waren in Gefahr, denn im Osten tobte ein großer Sturm. Nach und nach zerstreuten sich die Stämme wie Samen im Wind. Und siehe, ein rotes Ross. Und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Das Blut der Seinen würde gerecht werden. Jäger härteten ihre Klingen mit römischem Blut und sahen ihre mächtigen Mauern zu Staub zerfallen. Sie bereiteten sich auf Krieg vor. Hallo und herzlich willkommen zu... Jetzt lacht er mir einfach hier rein, er ist ja unglaublich mit ihm... Total War Attila mit Nico. Hallo. Und wir gucken uns das Spiel mit euch ein wenig an. Also es wird kein richtiges Let's Play, sondern so ein bisschen mal... First Look. Genau. Nach ein paar Wochen. First Look nach ungefähr 26 Stunden Spielzeit. Ja gut, ich habe ja noch nicht so viel. Ich habe ja nur 14 oder sowas. Ja, ich habe 28 jetzt. Aber wir hatten es ja schon mal aufgenommen, war aber ein bisschen verkackt, die Aufnahme. Und ich spiele eine der neuen Features, Gameplay-Features in dem Spiel, und zwar eine Hordenfraktion, die eigentlich nur darauf aufgebaut sind, dass die hier durch die Länder ziehen und alles kaputt machen. Genau. Und Nico spielt halt die Dänen. Genau, die Dänen. Die Dänen. Dänen. Auf einer kleinen Insel. Ja, die Horden sind halt einfach wirklich zum Plündern und sowas da. Und ist aus einer Spielmechanik aus einem DLC von Rome 1 abgeleitet. Barbarian Invasion hieß das, glaube ich. Da gab es das auch schon. Nur jetzt dann halt in besser und grafisch ein bisschen hübscher. Ja, grafisch ist das Spiel auf jeden Fall hübscher. Ja. Also auch schon als Rome 2. Ja, also ich finde gerade die Kampagnenkarte, die ist immer in jedem Total War wirklich schön, aber hier ist die halt nochmal wirklich eine Steigerung. Und läuft auch sehr gut. Ja, das stimmt. Also ich glaube, für Total War Fans auf jeden Fall ein Muss. Achso, ich hab noch einen Platz frei, dann nehme ich nochmal die. Weil ich ja, das ist ja schon recht schwierig. Mit den Horden. Ja, das stimmt. Also das Horden-Gameplay selbst ist schon... Gibt ja auch ein neues... Politiksystem, was ein bisschen mehr Gewicht hat als in Rome 2. Genau. Was, da ich noch nicht so viel gespielt habe, habe ich mich damit auch noch nicht so krass beschäftigt. Aber man kann halt für jemanden, der noch keine Frau hat, eine Frau suchen und dann eventuell sich mit anderen Ländern irgendwie so ein bisschen verbandeln und... Es geht halt auch darum, wenn dich halt einer zum Beispiel nicht mehr mag, wenn er nicht mehr loyal zu dir ist, dann wird er sich die Armee nehmen, in der er drin ist, und geht dann einfach und ist dann Feind für dich. Das heißt, das sind dann diese Separatisten, die man immer sieht. Diese römischen Separatisten. Mhm. Das sind dann einfach irgendwelche Leute, die ihren Herrn dann, oder die sich dann von ihrem eigenen Land abgeschottet haben und sind dann im Grunde ein eigenes Land. Und wie man das bei Star Wars gesehen hat, Separatisten sind scheiße. Ja, vor allem sind sie total hässlich. Ja, das auch noch. Immer diese Separatisten. Das kommt noch dazu. So. Ich bin ja auch voll von den Weströmern irgendwie eingekesselt, ne?
Ja, da muss man halt auch mal so mit aufpassen, wo man, an welcher Stelle man gerade so überhaupt steht. Hm. Ja gut, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich ein bisschen was aufbaue. Und also, dann, ja, will ich mal Weströmer ein bisschen ausplündern. Was haben sie denn getan, die haben Weströmer? Ja, die sind einfach da. Die Westgoten müssen ja irgendwie überleben. Und das sogar auf Kosten anderer Nationen. Genau. Wenn man eine Horde spielt, dann kann man, wenn man eine Stadt angreift, sich später entscheiden, ob man die besetzen möchte oder ob man die friedlich besetzen möchte. Dann, glaube ich, übergibt man die den ursprünglichen Eigentümern, die dann gut zu einem stehen. Man kann sie einfach plündern, man kann sie komplett niederreißen, dann ist die Stadt komplett weg, dann kann die irgendeiner nehmen und muss sie halt komplett neu aufbauen. Außer als Hun. Als Hun geht das nicht. Die müssen auf ewig rumlaufen und rumlatschen. Ja, das stimmt. Und die brauchen auf jeden Fall eine gute Fußsalbe. Sound müssen wir runterdrehen. Mach das. Sehr, sehr laut. Sehr, sehr laut. Bei mir ist das sehr, sehr leise. Sehr, sehr leise. Sehr, sehr leise. So, ich wollte noch, genau, Diplomatie müssen gucken. Gauten. Sonst hat sich eigentlich kaum so viel verändert, oder? Im Gegensatz zu Rome 2, also. Ja, so Kleinigkeiten. Also, es ist, in diesen Reihen sind das dann wirklich nie ganze Sprünge, sondern wirklich immer mehr so kleinere Sachen, dass du sagst, okay, hier hat sich meine Einheit, das Balancing dazu verändert. Jetzt im letzten Patch kam zum Beispiel dazu, dass du die Tore von den Städten nicht mehr mit Fackeln abbrennen kannst. Okay. Also, das geht hier zum Beispiel nicht mehr. Das ging mal. Ja, ja. Ja, da sind die doch alle dahin gerannt und haben da Fackeln draufgeworfen, wie bekloppt. Aber das ist dann nie abgebrannt oder dauerte 6 Stunden. Mhm. Und das geht jetzt halt eben nicht mehr. Feuer hat ja auch eine relativ wichtige Rolle, sage ich mal. Das kann man, wenn man denn Feuer schießen kann, kann man das sehr gut im Kampf einsetzen. Genau. Im Dorf zum Beispiel kann man die Häuser anzünden, die ja meistens dann aus Holz sind. Und das sind dann die Moral, oder wenn man in einem Waldgebiet kämpft und man hat halt freie Fläche und man weiß, die Gegner kommen aus dem Wald, dann kann man den Wald schon mal anzünden. Genau. Und das demoralisiert die dann auch nochmal. Genau, genau. Bei Städten muss man dann halt aufpassen, wenn man die erobern will, sind halt dann auch dementsprechend die eigenen Gebäude erstmal beschädigt. Ja. Das sind dann so Sachen, die man, auf die man halt achten sollte, oder aber nicht zwingend achten muss. Ja gut, das ist halt, also wenn du den Gegner einfach nur demoralisieren möchtest, dann machst du das einfach alles kaputt. Ja. Und musst dann halt natürlich damit rechnen, dass du dann auch neu aufbauen musst. Das stimmt. Was ich mit Marcel schon mehrmals besprochen habe, oder das ist halt, ein Problem hat das Spiel noch, das ist so diese mangelnde Fraktionsübersicht, Anzahl. Man hat halt irgendwie, ich glaube, 15 Fraktionen sind es jetzt? Nee. Ich glaube 10 oder so. 3, 5. Also per DLC sind 6 dazugekommen. Es sind ja immer so nordische Länder, die gehen. Ja, aber ich glaube, Es sind aber keine für so 11, 12 müssen es rum sein. Okay. Also es sind schon ein paar. Aber das Problem ist halt, die letzten 6 Fraktionen, die per DLC dazugekommen sind, sind alle hier oben, da wo ich bin, angesiedelt. Und die spielen sich auch alle dementsprechend ähnlich. Moment, da oben? Ja. Hier? Also ich bin hier auf dieser kleinen Pissinsel. Und die spielen sich halt alle relativ ähnlich. Und das ist halt so eine Sache. Naja, es ist halt, das Spiel hat auch gar nicht, glaube ich, die Möglichkeit, dadurch, dass Ost- und Westrom so extrem krass verbreitet sind, ich kann auch irgendwie gar nichts gerade machen, das heißt, ich beende meine Runde, dass dadurch, dass die so extrem verbreitet sind, können die auch nicht sehr viele Länder dazu machen, ja, wie es in Rome 2 der Fall war. Ich meine, Westrom hat alleine 63 Regionen und Ostrom hat 38. Ja. Das sind schon extrem viele, also Westrom bedeckt ungefähr den gesamten westlichen Teil halt. Und es ist halt schade, weil es gibt ja durchaus noch viel mehr Fraktionen. Wenn ich jetzt von Westrom irgendeine Stadt angreife und die befreie, dann kommt ja wieder, könnte eine neue Fraktion dazukommen. Die kann man aber nicht spielen, weil die vom Start an ja nicht da sind. Richtig. Deswegen, ich finde es zum Beispiel schade, dass es Gallien nicht gibt, aber Gallien gibt es auch erst dann, wenn man die Stadt befreit. Genau, und meistens kommen die halt recht spät. Es gäbe halt noch die Möglichkeit, dass man sagt, im Norden von Britannien, also die Kaledonier, Ebdani, diese 3 Fraktionen kommen bestimmt noch dazu. Da würde ich wetten drauf eingehen. Ja, vor allem, wenn man mal sieht, die Karte ist ja im Grunde genauso groß, vielleicht ein bisschen Tick größer als in Rome 2. Und es gibt echt,
es gibt auch nicht viel, was man da an Fraktionen reinmachen kann, dadurch, dass halt West und Ostrom so viel Ländereien haben, ne? Richtig. Ja, das ist halt so, das wäre so, ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich hätte. Sonst gäbe es da gar nicht viel. Also sonst sind das wirklich so Sachen auf, meckern auf höchstem Niveau. Ja gut, ich finde das Gameplay mit den Horden ein bisschen schwer. Gut, aber das, ist halt auch eine Gewöhnungssache. Ich habe mehrere Spiele zwar mit denen angefangen, aber ich finde es halt immer noch relativ knifflig. Ja, es ist halt immer so, man muss sich ja halt doch dran gewöhnen, weil man ist es ja nicht gewohnt. Weil die haben halt nicht wirklich die Möglichkeit zu handeln, dadurch, dass die halt so ein Nomadenleben haben und das mit dem Income, also mit dem Geld, was man pro Runde bekommt, das Einkommen, genau, ist es halt ein bisschen schwer. Man hat zwar die Möglichkeit, wenn man sich hier, wie man das bei mir sieht, so in Zelten niederlässt, das muss man machen, wenn man rekrutieren möchte, kann man zwar schon irgendwo Handel betreiben, aber es ist halt sehr gering, was du dadurch bekommst. Das heißt, du musst zwangsläufig natürlich andere Städte plündern und dadurch musst du auch, ja, dann und wann mal Krieg mit anderen Leuten anfangen. Mhm. Das geht halt. Oder du musst ja die raussuchen, mit denen du sowieso Krieg hast. Ja. Aber plündern musst du. Sonst ist vorbei. Und ich bin immer vernichtet worden von anderen. Ja, es ist halt schwer, weil man hat halt. Es ist halt wirklich, wie gesagt, zum einen ist es halt sehr ungewohnt. Und zum anderen ist es dann, einem fehlt halt wirklich dieses feste Einkommen. Und das ist halt, weiß ich nicht. Also, so das Städte-Gameplay müsste ja ähnlich sein, sag ich mal, wie in Rome 2. Ja. Das habe ich ja noch überhaupt nicht gespielt. So, die Frage ist, wo gehe ich denn jetzt hin? Wohin mit mir? Komme ich ein bisschen zu dir hoch, oder? Hier ist Westrom, das Ostrom. Aber Westrom ist so groß, ey. Ja, aber die haben, also ich bin ja, spiel momentan privat die Sachsen, halt solo. Und mir gehört jetzt ganz Britannien und die westliche Küste von Europa. Und ganz ehrlich, Westrom hat jetzt, glaube ich, bei mir nur noch 3 Provinzen. Okay. Also 3 Städte. Die werden einfach direkt, die werden in den ersten Runden, werden die so runtergehauen von sämtlichen Fraktionen. Ja, ich kann zum Beispiel immer am Anfang, kann ich die auch gut runterhauen, dann kommen die aber mit 5-6 Armeen. Ja, weil wenn du die noch selbst wenn du die noch zurückschlägst, dann kommen die wieder mit 5-6 Armeen und dann irgendwann ist halt vorbei. Das Problem ist halt, genau da, wo du bist, haben die auch fast alles. Ja, also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Städte, die könnte ich locker kaputt machen. Mhm. Problem ist, dann kommen die irgendwann mit ihren Babo-Armeen und dann bin ich weg. Ja, man muss halt immer so ein bisschen abschätzen, ne? Was kann man machen, was kann man sich wagen. Und mit den Weströmern bin ich im Grunde auch noch nicht im Krieg. Was mit Ostrom? Mit denen schon. Achso. Was ich halt schade finde, dass halt so ziemlich sämtliche, also ich habe sie früher geliebt, also sämtliche griechische Fraktionen existieren ja im Grunde gar nicht mehr. Ja, das ist echt schade. Und ich habe diese griechischen Fraktionen so gerne gespielt und die sind alle weg. Alle. Ich meine, es mag ja geschichtlich akkurat sein, aber es ist spielerisch halt wirklich sehr, sehr schade. Ja, ich finde es halt auch schade, dass Makedonien weg ist. Naja, und Athen und Sparta. Ja. Aber die waren da schon vernichtet, ne? Ja, stimmt. Was halt im Osten existieren, halt noch die Sassaniden, aber das ist ja... Ich gehe jetzt zu Ostrom und mach den Stress, ey. Machst den Stress? Ja, ich muss aber bald plündern, weil ich habe schon wieder kein Incoming. Also entweder werde ich vernichtet oder ich gehe pleite als Horde. Dann wird das ein kurzes Video. Ja. Obwohl, wenn man pleite ist, ist das immer sehr lustig. Da steht dann einfach, man hat Konsequenzen zu tragen. Diese Konsequenzen kommen aber irgendwie nicht. Das ist doch, ja. Oder die kommen irgendwann dann, wenn man eh schon vernichtet wurde. Ich mag deinen Optimismus. Weißt du ja. Ja. Ja, man muss ja, ne? Wenn man sonst nichts hat. Na, mal laufe ich jetzt hier überhaupt richtig? Wer sind die denn da eigentlich? Die Gepiden. Ach, guck mal, die Gepiden haben, glaube ich, nur eine City. Ich glaube, ich greife die jetzt erstmal an. Oh ja. Ja, mei, können wir machen. Was halt ziemlich krass ist, wenn man dann so auch ein bisschen gespielt hat. Was ist das denn?
Ja, was denn ziemlich krass? Irgendwann hast du einfach die halbe Karte, ist einfach komplett zerstört. Weil man kann mittlerweile halt auch Städte zerstören. Mhm, das komplett. Schon, ja. Nee, hast du noch nicht gesagt. Doch, dass man die zerstören kann und dann kann ein anderer die nehmen und muss sie halt komplett wieder neu aufbauen. Dann war ich konzentriert, Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich eher AFK. Brain AFK. Und ja, wenn man das dann halt tut, dann sind die halt unfruchtbar, aber... Und irgendwann sind dann halt einfach alle Städte weg. Und du kannst dir die alle so nach und nach nehmen. Hm. Und weiß ich nicht, das ist halt irgendwo ein bisschen langweilig. Ja. Gerade weil, wenn die Hunden kommen, ist einfach alles weg unterwegs. Da ist keine Stadt mehr am Stehen. Ja. Du kannst dir die alle einfach nehmen und vernichtest einfach am Ende die Hunden. Ja. Ja gut, da hast du natürlich das Problem, brauchst du genug Kleingeld, ne, um alles wieder aufzubauen. Ja, nee, eigentlich nicht. Es geht. Das Einzige, was du brauchst, sind Armeen, weil aus diesen Armeen, denen du dann die Städte besetzt, aus denen werden Einheiten rausgenommen. Wenn sich die Wolken zusammenziehen, so, suchen weise Männer nach Freunden, die Gepiegen wollen nicht Angriffspakt geben. Ich will euch doch gerade gleich vernichten, ey. Könnt ihr nicht Angriffspakt von mir vorne. Das haben die gerochen, und deshalb. Anscheinend. Jetzt komme ich da, willst du mich verarschen? Warum habe ich einen? Achso, ich bin noch gar nicht dran. Jetzt darf ich. Nee, du darfst niemals. So, wie. Ja, genau, geht außenrum. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Außenrum gehen ist immer super. Bewegt euch! Wo? Wir suchen Schutz! Warum gehen die in die andere Richtung? Okay. Ich lasse mich mal überraschen, wo die lang gehen. Das wird spannend. Und ich bin halt ein bisschen zu reich in meiner Kampagne. Das ist immer ein Problem, ja. Ja, davon kann ich leider kein Liedchen singen. Wenn ich zu reich wäre, wäre das schön. Ich habe, glaube ich, 170.000 auf der hohen Kante. Hm. Und mache durch den Dank 5 Armeen irgendwie nur noch 6.000 die Runde. Boah, ist aber wenig, ey. Ja, ich weiß. Schon fast Armutsgrenze. Du magst ja bald am Hungertuch. Könnte schon fast von der Armutsgrenze reden. Ja. Was machen denn die hier? Die Ostgoten. Greifen einfach mal hier so ein weströmisches Städtchen an, ne? Wir sollten dich was schämen. Oh, dicke Eier, ey. Na, mit denen stehe ich ja zum Glück gut. Mit den... Ja, ich weiß, mit denen du meinst. Mir fällt der Name jetzt gerade noch nicht ein. Mit den Ostgöten. Göten. Östgöten. Toll. Ja. Ich sag nicht mehr, greife ich die mal an? Dachtest du mal so, ne? Dachte ich mir so, aber wollte irgendwie nicht. Wer ist denn aus meiner Familie noch? Du, hier, Humbli. Ach, stimmt, ich kann ja für einen mal eine Frau suchen. Hat der einen geilen Namen, ey, Humbli. Humbli ist doch stattlich. Humbli. Kann man nicht schmeckern, du. Ne, also Humbli, der Soldat, ist schon... ja. Ich find's halt immer noch lustig, warum kriege ich Steuern, ey? Wirst du, sei doch froh. Ich guck mal gleich, ob ich die nicht erhöhe einfach, weil klar hat. Steuern? Na klar. Oh, da wurde gerade was vernichtet. Die Azügen, glaube ich. Haben die Ostgöden einfach mal die Azügen... Oh, nee, irgendwas haben die vernichtet auf jeden Fall. Siskia. Ich guck mal, ob ich schaffe, die Warnen anzugreifen. Boah, das ist aber trotz alledem so nervig, dass man einfach nicht alle überspringen kann, ey, bis man selbst wieder dran ist. Ja, stimmt. Aber, was will man machen? Kurze Pause. Kurz mal, Kekerschema. Kurze Strategiepause. Achso, ja, so kann man es natürlich auch nennen. Oh Gott, die Waren kommen zurück. Die Waren kommen zurück? Warnen. Ah, die warnen dich, siehst du? Ist doch gut. Ist doch lieb von denen. Ja, ne? Finde ich auch. So, wir sind im Jahr 396, ist das nicht schön? Und durch Geschichten von Ruhm und Reichtum stürmen zahlreiche Söldner in unser Land, ist mir scheißegal. Gemeinschaftsbesitz, yes. Ich
weiß auch nicht, auf was ich gehen soll, ehrlich gesagt. Wobei? Ja, als Horde soll ich da eher auf Militär gehen oder auf Zivil? Wahrscheinlich ist Militär klüger, ne? Ja, es kommt halt immer drauf an, wie man halt selber auch spielt, ne? Naja, als Horde halt, ne? Also durch die Länder streifen und kaputt machen am besten. Ich erwarte eure ja, aber du brauchst ja trotzdem Wirtschaft und... So. Nee, was... Ich verstehe diese Laufwege einfach nicht. Vor allem, die machen überhaupt keinen Sinn. Der läuft ja von meinem Ziel weg. Tschüss. Ach, das ist mir jetzt zu blöd. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee. Ich sehne mich nach einem Kampf. Jetzt gibt's einfach Stress für Rom. Mir scheißegal. Krieger. Nein, die armen Römer. Ach, die können mich mal, die Römer, ey. Okay. So arm sind die gar nicht. Weiß ich nicht. So, greif mal an hier. So, ich darf sofort angreifen. Ich habe auch eine ganz kleine Übermacht. Zehn Minuten. Na komm, ich spiele das mal. Was? Das spielst du? Ja, um das mal zu zeigen. Yeah! Da kann ich nicht so viel falsch machen. Ehrlich, das spielst du? Ja, das spiele ich. Das dauert bestimmt nur 6 Minuten oder so.